glaube, das ist was richtig Gutes. Da ist einer wieder, da ist wieder einer. Guck. Jawohl, der Rippler rippelt. Heute mögen die Hechte Barsche fressen. 99, ne? Der ist halt gut. Geile Hecht mit Bissaufsicht. Große Köder, große Fische. Heute gilt es, nur große Köder. Wir bleiben bei 25 cm oder größer. Große Butcher, große Rippler und sonst gibt's gar nichts. Und wer kleinere Köder aus Verzweiflung dran macht, der wird auf der einsamen Insel ausgesetzt. Genau. Ihr dürft gespannt sein, was das wird. Ich bin selber gespannt. Wir haben Großes vor, im wahrsten Sinne des Wortes. Gleich hinterher. Der hat auf den ersten Wurf gleich einen Nachläufer hier auf einen dicken Butcher, auf einen 25er Butcher. Er fängt ja schon mal gut an. Da bin ich mal gespannt. Christian, was hast du dazu? Du hast den gar nicht gemerkt. Ich habe den gar nicht gesehen, den ersten Wurf morgens, gar nicht damit gerechnet. Da kam der Kuchen da. Es ist nichts für schwache Nerven, mit großen Ködern zu angeln. Da kommt das schon mal vor, dass richtig lange nichts geht. Und ich montiere jetzt einfach mal noch einen schönen neuen Rippler, etwas gedecktere Farbe, um eben dem Sonnenlicht da zu begegnen. Wir haben gerade gesehen, das Nachbarboot, es sind also noch Kollegen hier nebendran, die haben gerade Fische gefangen, also es scheint was zu gehen. Und von daher liegt es an uns jetzt zu probieren, aber wir haben auch eine böse, böse Vorgabe. Wir müssen große Köder angeln und müssen auch dran glauben. Sieht ja lecker aus. Gerade den Köder gewechselt. Schöner Einschlag. Richtig böse. Guck mal. Ich glaube, das ist was richtig Gutes. Ich hole mir mal eben den Kescher. Der Rippler rippelt. Boah, das war aber jetzt auch harte Arbeit. Gut, dass die Inselstrafe bestand. Na komm, ja. Oh, der tat gut. So lange hart gearbeitet. Aber dafür dann einen schönen Fisch im Kescher. Ja, komm. Ist ja schon ein bisschen Hecht, ne? Ich zeige euch mal das Fischchen. Ein schönes Fischchen. Große Köder, große Fische. So ein kleines Piercing hat er mir noch hinterlassen hier. Das war aber ein Haken im Finger. Zum Glück steckt er nicht fest. In den letzten Tagen war UBS-Farbe und da war Hechtdekor richtig gut. Und heute hat das nicht funktioniert. Das war jetzt der erste richtige Biss des Tages.
nachdem ich wirklich 2 Minuten vorher den Köder montiert hatte. Das macht natürlich Hoffnung und es ist ganz wichtig, dass man immer ein paar Farbalternativen parat hat, nicht immer auf die gleichen Farben setzt, weil häufig ist das Wechseln dann der Schlüssel zum Erfolg. Von daher, ihr seht das, ich habe hier eine ganz breite Palette verschiedene Rippler montiert. Auch hier eigentlich eine Schönwetterfarbe, eine richtig super Sonnenfarbe. Und mein UBS-Rippler, da ist er. Den habe ich eben richtig lange gefischt. Normalerweise vertraue ich da ja richtig drauf. Auch schon richtig dicke Fische damit gefangen. Aber heute hat er versagt. Also UBS fängt auch nicht immer. Heute haben wir nur die schweren Ruten montiert. Der Christian hat die 120 Gramm UBS Baitjigger im Einsatz und ich habe hier noch eine stärkere Rute. Ich habe also jetzt hier bis 200 Gramm für Baitcaster eingesetzt, weil das ein bisschen angenehmer zu werfen ist und auch etwas weniger Arbeit ist. Ich bin ja auch der Ältere und ein bisschen rückenlahm. Übrigens, die Produkte, die wir verwenden, Ruten, Köder und so weiter, findet ihr alle im Tackle Check hier unten in der Videobeschreibung. Mist, aber auch ein Hecht. Ich hab einen. Oh, ein schöner, das ist er vielleicht. Da hat er sich aber da dran gehängt. Da. Jetzt habe ich ihn gekriegt. Die Heil. Den Gucker haben wir jetzt. Da guckt der ganz frech nach da. Ich glaube, jetzt haben wir ihn gefangen. Zeige ich dir mal einen schönen Butcherhecht. Den Nachläufer haben wir gekriegt. ne? 1 cm viel, den haben wir trotzdem geiler Hecht. Ich hab gar keinen Kontakt gekriegt. Der ist voll hier hochgekommen. Ich glaube, das ist was Gutes. Der rührt sehr nett. Ich hab gekurbelt wie ein Teufel. Jetzt nimmt er, jetzt geht er gut. Boah, ich hab mich schon geärgert, der ist weg. Das habe ich aber selten. Schöner Fisch da. Der wollte mich austricksen hier. Er ist gar nicht so riesig doch. Aber immerhin. Ich habe gedacht, der wäre größer. Der. Der macht's heute. Thank you.
Naja, immerhin, ne? Heute mögen die Hechte Barsche fressen. Barschrippler. Auch nicht so schlecht, ne? Heute mit Ananas. Und da ist einer wieder, da ist wieder einer. Guck. Jawohl, und den habe ich jetzt gekriegt mit Wechseln. Außer weggezogen. Oh, der ist aber eh auch nicht gerade der kleinste, ne? Geiler Hecht, mit Biss auf Sicht, voll geil. Es kam dieser Hecht als Nachläufer und vom Boot habe ich den im Rippler kurz vor der Schnauze weggezogen. Das fand er zum Fressen gehen. Schöner 90er, mit 90er, schöner Hecht. So, wenn ihr jetzt ein bisschen Spaß am Big Bait Angeln gefunden habt, tut mir einen großen Gefallen, bitte. Stellt auch euer Angelgerät auf Big Baits ein. Das heißt, auch ein kräftiges Angelgerät ist ganz, ganz wichtig, wenn wir gezielt mit großen Ködern angeln möchten. Wenn ihr zu schwach angelt, wenn ihr nur mal eben nebenbei so einen Köder vielleicht an einer 80 Gramm Route auswerft, dann kann das aufs Gerät gehen und wenn dann ein Fisch anbeißt, dann kriegt ihr den Anhieb nicht richtig durch. Deswegen mindestens hier die Baitjigger XH 240 ist etwas weniger Arbeit, weil wir einen kürzeren Hebelarm haben. Ich persönlich habe auch 270 ganz gerne, weil ich dann einen flüchtenden Fisch ums Boot herum ein bisschen von den Kanten weghalten kann. Aber noch besser, und ihr habt das heute gesehen, wir haben relativ viel damit geangelt, ist also dann auch die spezielle Big Bait Route, die ich mit dem Carsten zusammen entwickelt habe. Das ist also die UBS Big Bait Cast, ist 260 lang, hat einen richtig schönen langen Griff hier hinten dran, so dass wir also auch die richtig schweren Köder auf Distanz bringen können. Wenn wir hier auch noch Blei vorne dranhängen, dann kommen wir gut und gerne auf 120 bis 150 Gramm Wurfgewicht und dafür braucht es spezielle, richtig kräftige Ruten. Zu guter Letzt auch ganz wichtig, man könnte ja meinen, man nimmt seine Angelrolle mit der Hechtschnur, die man normalerweise fischt. Bei mir sind das relativ dünne Schnüre mit 8 bis 12 Kilo, vielleicht 15 Kilo Tragkraft. Wenn ihr Big Baits angelt, unbedingt kräftige Schnur einsetzen, weil wenn wir jetzt mit einer Baitcaster-Rolle angeln, ich weiß, alle Baitcaster-Angler sind super Werfer, aber es kann sich keiner davon freisprechen, dass es mal Perücken gibt, dass es mal einen Knoten oder mal einen Wurf in den Wind gibt, wo der Köder in der Luft verhungert und dann bildet sich eine Perücke, es kommt eine Blockade in der Schnur und auch eine kräftige Schnur haut da ganz schnell mal durch. Und das ist schade, wenn dann so ein schöner, schwerer, vielleicht sogar der einzige fängige Köder verloren geht. Deswegen ruhig dicke Schnur auch hier einsetzen, damit ihr nicht so viele Köderverluste habt, damit ihr nicht ganz so händlerfreundlich angeln geht.
Was ich auch immer wieder gefragt werde, wie tief laufen denn die Köder? Und da gibt's natürlich dann verschiedenste Möglichkeiten, sich so einen Köder auf bestimmte Lauftiefen dann auch einzustellen. Der Carsten hat gleich zwei verschiedene Systeme im Programm. Einmal das sogenannte Shallow Rig, das nur für flache Angelei gedacht ist. Da haben wir also einfach nur so eine kleine Befestigungsöse und die zwei Drillinge unten dran. Und dann gibt es das Bleirig, das also hier verschiedene Aufsatzbleie ermöglicht. Wir können also in unterschiedlichen Gewichtsklassen hier dann unsere Köder auch in unterschiedlichen Lauftiefen präsentieren. Da kann man jetzt nicht sagen, mit 10 Gramm angelst du so und so tief, weil das hängt natürlich auch von eurer Schnurstärke und von eurer Zuggeschwindigkeit ab, wie der Köder jetzt in die Tiefe kommt. Man kann aber sagen, dass man mit so einem Shallow Rig hier sehr gut bis ungefähr 2,5 Meter angeln kann. Wenn man langsam fischt und dem auch immer wieder kleine Sinkphasen gibt, dann sammeln wir hier zum Beispiel in 2,5 Metern schon Kraut ein. Wenn wir mit Blei davor angeln, wenn wir viel Blei davor machen, wir können ja hier 2 so dicke Dinger davor machen oder 3 sogar passender drauf, dann kommen wir also auch gut und gerne auf 5 bis 10 Meter runter, je nachdem, wie fein unser Gerät dann auch ist. Wir haben also hier 2 unterschiedliche Bebleiungsmöglichkeiten. Einmal nur diese Frontbefestigung, damit stürzt der Köder dann doch viel steiler in die Tiefe hinunter, oder mit einem Schraubgewicht, das wir hier dann auch in unterschiedlichen Bereichen anbringen können. Und wenn wir zum Beispiel mit 2 Gewichten hier im Bauchbereich dran gehen, da könnt ihr ein bisschen experimentieren, dann geht der Köder so ganz langsam runter. Und das ist auch häufig sehr spannend, wenn man sehr langsam angelt und vor allem auch Spinnstopps einbaut. Das mögen die Hechte, wenn der dann so richtig schön waagerecht in die Tiefe sinkt und eben nicht wie so ein Stein kopfüber in die Tiefe absinkt. Das kommt ein bisschen auf die Tagesform an, ob wir also jetzt frontbefestigt oder bauchbefestigt mit 1 oder 2 zusätzlichen Schraubbleien dann angeln. Das eine fängt mal gut und das andere fängt mal gut. Also auch ein bisschen mit der Bebleiung experimentieren, viel oder wenig Blei für die Lauftiefe und die Anordnung des Bleies für das Sinkverhalten, auch das kann fangentscheidend sein. So, liebe Angelfreunde, wir sind fertig für heute. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit unserem Ergebnis. Ja. Christian ist haarscharf am Meter vorbeigeschraubt. Ein Big Bait Video ohne Meterfisch ist ja so, naja, aber 3x über 90, noch einen schönen 80er. Wir hoffen, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet, dass ihr Spaß mit unserem Video hattet. Sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Uli Bayer und Christian Kinneder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Servus.